Ach ja, hallo, liebste Freunde der guten Unterhaltung. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Arnil von mir, dem Hube, hier auf HubeTube. Ich seufze, weil wir ungefähr 320 Grad hier oben haben, ich ganz lange weg war, wenig geschlafen habe, aber dafür umso mehr Bock zu zocken. Deswegen, let's go rein da. Und wir schauen uns mal an, wie Agatha... Ja, erkältet habe ich mich wahrscheinlich auch noch. Wie Agatha in Full Force so drauf ist. Little creature, do you know what you are getting into? You're about to face the full power of a spirit that has accumulated decades and decades of great battles. You know, I'm not like that old cheesier oak who spends all day fiddling with his Pokédex. To me, Pokémon are for battling, not for collecting. Heed the wisdom that Agatha of the Elite Four is about to impart to you, Challenger. Völlig voll vergessen, irgendwie zu gucken, wen wir als erstes vorne drin stehen haben, ne? Ich wollte da voll strategisch rangehen. Crobat Nidoking ist voll strategisch, das ist ja mal richtig gut. Rocktomb, wenn es trifft. Oh. Oh. Sollte ihm gut einen raufhauen. Oh. Akrobatics sind einfach so viel stärker. Alter, was? Das ist ja bodenlos. Ich wollte Alakazam eigentlich eher so als Finisher aufsparen. Eher gut, sich hiermit dann auch hoffentlich tue. Warum zur Hölle ist der so schnell? Oh man, das ist gar nicht gut. Was? Ach, Dragon Pools? Muss nicht Dragon Pulse sein? Cooles. Shockwave. Ja, 85 und 100. Wow. Ja, machen wir das da weg. Das ist ein Dragon Pulse. Golurk. Ah. Ich glaube, dann nehmen wir mal unseren Charizard. Und dann machen wir einmal den Flamethrower. Verdammt. Ah, und dann noch Thunder Punch. Alter. Na, wir sind zumindest nicht irgendwie weggekrittet worden oder mit einem Hieb zerstört. Das macht schon mal viel aus. Alakazam Level Up ist auch sehr gut. Wegen Speed. Ampharos. Sehr schön. Miss Mages. Und? Hm. Aua, aua, aua. Okay. Warum? War interessant. Nee. Ha, wie nehme ich denn da? Ich glaube, Lapras. Bin ich den ein bisschen HP-schonender. So nämlich. Boah, 4-6 einfach. Chandelure. Der ist doch sogar, ich wollte gerade sagen. Oh, 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 Glück gehabt. Oh, das ist ja weak. Das ist ja weak. Unique Herb, was, 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 was soll denn das? Oh Mann, ey, diese Kacke, ne? Ich kann nur hoffen, dass Alakazam schneller ist. Ja. Und hat ihn weggefinished. 3-1. Gengar. Ja, ich wollte gerade sagen, are you afraid of ghosts? Well, you're about to see a scary one. Ja, das habe ich mir gedacht. Vielleicht hauen wir ihn trotzdem weg mit einem Psychic. Das ist ja so geil. Stabil, Alakazam. Stabil. Und dann ist Agatha weg. Viel einfacher als gedacht. Hohoho, I see that I have before me someone very capable. I can retire with ease. 10.000. You have won and I have nothing more to show you. Now I really understand what that old Jesus saw in you. You should know that this was my last battle in the Pokémon League, since I plan to retire and hold over the baton to another young promise like you. Thanks for this last lesson, Hube. I wish you luck in your next fight, which will be much tougher than this one. Ja, das befürchte ich auch. Ich glaube, die werden hier Lance ziemlich overpowered darstellen.
Ist halt die Frage, ob Lapras das so mal eben schafft. Hat Mystic Water. Ice Beam ist halt so eigentlich das richtig Einzige, was da gut ihm zusetzen wird, ne? A Great Victory Challenger. Let me heal your Pokémon Team, please. The rise in Pokémon League continues. Das Witzige ist, hier reist du ja wirklich, ne? Du gehst von Stockwerk zu Stockwerk. Das finde ich schon ganz witzig. I haven't looked forward to a fight this hard in a long time, Challenger Huber. You've already shown me a lot against Team Rocket, but now it's time to drop all the half measures. I assume you're already familiar with Dragon-type Pokémon. They are formidable creatures, almost legendary. In the right hands, they have virtually no weaknesses. They are almost invincible. Well, do you already know what you're going to lose? I, Lance, the last of the Elite Four, will put an end to your time in the Pokémon League. Weiß ich noch nicht. Wir schauen mal. Axorus kriegt erstmal ein Ice Beam rein. Oh, der Dragon Dance. Nicht so gut. Aua. Das ist halt das Blöde. Lapras macht nicht genug Damage, um die zu one-shotten. Das ist halt echt blöd. King und Pharos. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet, aber da haben wir tatsächlich was im Portfolio, was richtig gut gegen ist. Oh. Okay. Da schon. Echt? Habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war auch noch ein Crit, ne? Am Pharos als sein Ace, aber wahrscheinlich zwei Mega Evolutions oder so. Er hat sich auch nicht vor ihn gestellt und so ein Zeugs. Charizard Level Up, sehr gut. Kingdra. Da können wir wiederum unser Ampharos mal reinsetzen. Und hoffen, dass der Thunderbolt gut was an Damage drückt. Ja, leider nicht so sehr. Oh, ey, der crittet echt gern. Was soll denn das? Boah, schon wieder! Was soll denn das? Der Finisher. Tschüss, Kingdra. Level up. So, Lapras auch aufgemoved. Hydreigon. Mal gucken mal. Ah, er hat eine Assault-Weste. Bitte kein One-Shot. So eine Scheiße. Das Problem ist halt echt, dass er zu schnell ist. Oh Mann. Was mache ich denn da? Vergiftet? Oh, Crit. Wunderschön. Flash Cannon? Schon wieder Crit, ey. Heilige. So, das sollte Charizard jetzt aber schaffen. Oh Mann. Wir wussten, dass das nicht effektiv ist, aber wir wussten auch, dass es schafft. Gut. Dragonite. Ha. Nee, erstmal nicht. Do you think these crude attacks will dent the scales of my dragons? We will crush you. Das werden wir sehen. Heat Wave. Oh. Okay, scheiße. Extreme Speed auch nicht gut. Killt uns aber zumindest nicht. Wieder Extreme Speed, killt uns. War ein Dingsenbumsen. Charizard, du MVP, Alter. Der war relativ easy. You have a golden destiny at the top of trainers, Challenger. Don't let anyone make you think otherwise. I can't believe you managed to defeat my fearsome dragons. Without a doubt, your mastery is worthy of my praise.
You've become the champion of Kanto. In other words, the strongest trainer in the entire region. Or so I would say if it weren't for a curious eventuality that has occurred. You see, this year there were two challengers who have managed to defeat the members of the Elite Four. Other than you, the one who also did it a few hours ago was Zul. This is unusual, but now we will have to face each other to decide who takes the rightful title of champion. Hey, we don't want to miss that for the world. What are you still doing here? Your shift is over. And miss out on what could be the Pokémon Battle of Decade? Not a chance. We are members of the Elite Four, but we are also passionate trainers, Lance. This is not professional at all. You're not allowed to be spectators interfering in the battle arena. Stop being so uptight, nothing's going to happen. Wearing that cape all day is starting to get you. The Pokémon League Committee is going to give us a piece of their mind, but I'm not taking responsibility. Come on, let's go. You too, Hue. Step on the teleport tile and you will reach the place of the final showdown against Azul. Werde ich vielleicht nochmal geheilt davor, ihr Hunde? Ah, okay. Nichts gesagt. Was wird denn Azul als erstes in den Kampf stecken? Das ist, glaube ich, fast egal. Lapras ist erstmal ganz gut. Weil tanky. Und dann kommt halt sein fucking Ivysaur. Hube. In the end, we both made it to the top. The problem is that there is only room for one of us. Quite a dilemma, huh? Wait, don't start yet. I received confirmation that our last-minute guest is about to arrive. Would you stop trying to invite half the planet? You guys are hopeless. Natürlich. But Grandpa, how did they let you in? The person who crowns the new champion must be an illustrious figure in our region. And who better than Professor Oak, the inventor of the Pokédex? Grandpa, I know what you are going to say, and you can save it, Azul. The truth is that I don't care which of you two becomes the champion. You could have made it this far, or not. You could also have quit after getting only a few gym badges. None of that would change how proud I am of you. I ask only one thing of both of you. Enjoy this battle. Have a good time with your Pokémon. Oh, das ist voll süß. Very well. I would add something else, Hube, but you know what it means to be here, don't you? I'll tell you. You and I are the best trainers in the world. Ah, Pidgeot, das ist okay. Weil Ice Beam. Einfach Heat Wave. Jawohl. So nämlich. Heracross kriegt auch nochmal eine ab. Oh oh. Oh, 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 oh. Ich glaube, wir werden auch wechseln. Ah, not very effective und trotzdem einfach, alter Schwede. Alter Schwede. Ich hoffe, wir sind schneller, sonst sind wir halt basically am Arsch, ne? Gut. Okay. Superior, ja. Da würde ich ganz gerne Nidoking haben. Und dann mit Earth Power angreifen. Dass der so viel stärker ist als wir, ne? Schon ein bisschen frustig, um ehrlich zu sein. Alakazam, der Finisher. Hau weg den Hund. Sauber. Charizard, Level Up. Sehr, sehr geil. Blastoise. Ja, machen wir Amphi rein. Was? Oh. Alles klar. Nicht gut. Hoffentlich killt uns das nicht. Okay. Okay. Sunlight is gone, immerhin. Oh, der wird halt ein Eis angefahren, ne? Killt ihn das? Oh, oh, der Crit. Ich weiß nicht, ob der gemattert hat, aber er war halt auch da.
Abras Level Up, Neuern Level Up. Pidgeot. Ja. Da packen wir wieder unseren Lapras rein. Ist ja fast egal. Weil er eh vereist ist. So. War's das? Oh, der auch eine Alakazam, ne? Hit. Der macht ja wenig Damage. Warum? Ja, das wird uns wegkillen. Oh mein Gott. Wie Lapras einfach Alakazam wegnascht. Oh mein Gott, was war denn da los? And we will get up as many times as necessary. Come on, Pokémon, until the end. One last effort. Ja, okay. Er ist halt schneller, machst du nix. Special Attack went way down. Super. Das Ding ist, wir haben basically gewonnen. Also was will er jetzt noch groß machen? Er ist schneller als wir! Was? Ganz kurz den Panik-Button aktiviert, aber dann... Ja, okay. Das war am Ende halt einfach, weil wir so ein versatiles Team haben, doch extrem machbar. Who has defeated Champion Blue? Die Musik einfach. This match has been the best of my whole life, and for that, I thank you. And I also recognize that you are better than me. Having you as my opponent was the best thing that could have happened to me. Bruder. Well, this is the end of my short reign, but it's been amazing. Both of you have given us a formidable fight, the kind that makes history. The Pokémon League won't forget it. I got so excited that I think I'm going to cry. I agree, you both were great. Not only have you matured as people, but the bond you have with your Pokémon is worthy of the best masters. And so, both of you have achieved glory. Now, approach the cup, please. Ah, you know what? I was very close to this cup a long time ago too. But a certain little person crossed my path. I knew it, still holding a grudge, huh? Oh, Jesus. Well, Azul, you're officially the Kanto runner-up. This opens many doors for you, believe me, and you can always continue to challenge the Pokémon League for years to come. The truth is that I have already decided on something. I will tell you about it when we have more time. As for you, Huber, I crown you the champion of Kanto. The strongest trainer. Trainer. Da kam der Deutsche mehr raus. But your name and that of your Pokémon will resonate in the echoes of history. Lapras. Neuwehren. Basically nichts getan. Alakazam. The Assassin. Charizard. The Carry. Ampharos. Nidoking. Welcome to the Hall of Fame. Ich weiß auch gar nicht, wer tatsächlich am Ende des Tages am wichtigsten war. Sie haben alle ihre Rolle gespielt, außer Neuwehren. Oh, Lapras, du armes Ding. Du bist ein Wasser-Pokémon. Du musst mir einfach hinterhergehen. Das ist cringe. Warum fängt das mit Brock? Also Brock an, verstehe ich, aber dann der Team Rocketude. Na gut. Ich kann es vor allem nicht mal wegpacken oder so. Und es laufen mir keine Credits. Ach, jetzt, okay. Musica. Aportes Graficos. Erst die Frage. Machen wir den Rest auch noch? Da wird es sicherlich Postgame geben. Oder lassen wir es? Ich glaube, an dieser Stelle werde ich es erstmal lassen. Weil ich einfach mal Bock habe auf ein neues Projekt. Der Witz ist, ich weiß noch gar nicht so richtig welches. Ich habe aber einen Arsch voll Games irgendwie auf der Platte. Und ich habe mehr oder weniger Bock auf alle. Von dem her wird da safe irgendwas kommen. Vielleicht projekttechnisch mal irgendwie was, was jetzt ein bisschen kürzer sein wird. Das weiß ich noch nicht. Aber ja, von dem her ist, glaube ich, das erste Mal auch, dass ich ein Projekt beende, ohne das nächste direkt anzukündigen. Weiß ich gerade nicht. Aber an dieser Stelle soll es jetzt mal so sein. Ich danke jedem von euch fürs Zusehen. Also jetzt in diesem speziellen Fall auch nicht nur für die Folge, sondern insgesamt für die ganze Serie, für dieses Projekt. Und dann sage ich einfach mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh, guck mal. Da ist noch irgendwas, was wir scheinbar noch nicht gemacht haben.
Da ist irgendwer noch. Ah, muchas gracias por jugar. Na, muchas gracias por erschaffen, mein Freund. Ach, guck mal, das nehmen wir jetzt mit. Was soll's? Ich will nochmal wissen, was Azul jetzt macht. Ich schätze mal, er wird der Arenaleiter, aber ich weiß es nicht. It feels too good to be back home. What are you going to do from now on? You could use a well-deserved vacation. Not in my case, Professor. I plan to take a train to Yoto in a few days. Next time we meet, I will have 8 more badges in my badge case. Impressive. I think we'll be hearing a lot about you in the future, Leaf. You have everything it takes to become a Pokémon Master. I also have a few things to do. Apparently, the Viridian Gym Leader is going to retire. The position will be vacant and I'm going to prepare for the exam to become a gym leader. I knew it. I know there are a lot of good trainers applying, but I'm going to get that spot, no matter what. If I can become a leader, I will be able to use my position of responsibility to help others. Wow, that's very mature of you, Blue. Right now, I couldn't be more grateful to have given you your first Pokémon. And you, Hubel? What are you planning to do from now on? Ich schweige weiterhin. El camino sigue y sigue. Basically das. So, ein schönes Ende. Thanks again for watching. Until next time. Bye bye, liebe Leute.